Meine Damen und Herren, ich habe die große Freude, Ihnen den Preisträger Professor Dr. Dr. Hanjo Hamann vorzustellen. Innovationen entstehen oftmals an den Rändern und nicht im Mittelpunkt einer Disziplin. Diese Erkenntnis trifft auf Professor Dr. Dr. Hamann in ganz besonderer Weise zu. Er ist ein Grenzgänger zwischen Orten, Kontinenten, Disziplinen und Subdisziplinen. Hanjo Hamann studierte von 2004 bis 2010 Rechtswissenschaften in Leipzig, Heidelberg und Hamburg und promovierte 2013 an der Universität Bonn mit einer Dissertation zum Thema evidenzbasierte Jurisprudenz, Methoden empirischer Forschung und ihr Erkenntniswert für das Recht am Beispiel des Gesellschaftsrechts. Nach der zweiten juristischen Staatsprüfung in Thüringen promovierte er bereits 2015 ein zweites Mal, nun im Bereich der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Jena zum Thema Behavioral Second Order Strategies, Exploiting Market Myopia and Agent Delegation in Economic Decision Making. Beide Dissertationen wurden mit Summa Cum Laude bewertet. An der renommierten Stanford Law School legte Hanjo Hamann im Jahr 2020 schließlich noch ein Master of the Science of Law ab. Das Max-Planck-Institut für Gemeinschaftsgüter war 4 Jahre lang seine Heimat und die Freie Universität Berlin soll der Ort der geplanten Habilitation werden. Im April 2022 mit 35 Jahren folgte Hamann einem Ruf auf eine Assistenzprofessur an der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden. Herzlichen Glückwunsch schon einmal dazu. Hanjo Hamann lehrt und forscht an der Schnittstelle zwischen Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Er nutzt ökonomische, verhaltenswissenschaftliche Theorien und computergestützte Methoden zur empirischen Analyse von Texten im Bereich des Vertrags- und Gesellschaftsrechts. Damit besetzt er ein in der angelsächsischen Forschungslandschaft etabliertes, in Deutschland und in Europa jedoch noch weit unterbelichtetes Forschungsfeld. Seine mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete erste Dissertation, in den Worten eines deutschen Gutachters, ein großer Wurf mit nachhaltigem Einfluss auf die Rechtswissenschaft, weist ihn als Pionier einer evidenzbasierten Jurisprudenz aus, die sich von der in Deutschland dominierenden Rechtsdogmatik grundlegend abhebt. Produkt dieser Arbeit ist eine nun öffentlich zugängliche Datenbank, die mehrere tausend Seiten an Rechtstexten verschiedener deutscher Bundesgerichte für den Zeitraum der letzten 70 Jahre enthält und diese statistisch auswertbar macht. Hamanns Publikation, die er unter anderem auf Grundlage dieser Datenbank verfasst hat, erschien in hochrangigen US-amerikanischen Fachzeitschriften, die Europäern oftmals verschlossen bleiben. Sprache ist für Hanjo Hamann das Medium, durch das Gesetze, Verfassungen und richterliche Entscheidungen ihren Ausdruck finden. Nicht zufällig fasziniert ihn die Rechtskorpuslinguistik. Zusammen mit Sozio- und Diskurslinguisten hat er sich als Institution-Builder betätigt und hierzu eine Forschungsgruppe, eine Online-Zeitschrift und eine inländische Fachvereinigung aufgebaut. Der Preisträger ist Nachwuchskollegiat der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Er erhielt bereits zahlreiche Stipendien, internationale Fellowships und Preise für seine Forschung, darunter die Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft oder den Manfred-Fuchs-Preis der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Zudem wurde er als erster Rechtswissenschaftler im Jahr 2020 vom Deutschen Hochschullehrerverband und dem Zeitverlag zum Nachwuchswissenschaftler des Jahres gewählt. Hanjo Hamann ist nicht nur eine außergewöhnliche Forscherpersönlichkeit, die die Rechtswissenschaften im In- und Ausland maßgeblich beeinflusst. Sein Engagement in der Lehre, sein Interesse an persönlicher Weiterbildung, aber auch sein ehrenamtliches Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit zeugen von persönlicher Bodenständigkeit, die er mit wissenschaftlicher Exzellenz zu verknüpfen vermag. Herzlichen Glückwunsch zur Verleihung des Hans-Meyer-Leibniz-Preises 2022 und für Ihre Zukunft alles Gute.